Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch einen richtig heftigen Money Glitch mit Bypass, Leute. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und Leute, immer noch, die meisten meiner Zuschauer sind nicht meine Abonnenten. Deswegen Leute, geht sicher, dass ihr mich abonniert habt, es ist kostenlos. Und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mir noch deabonnieren. Aber ich würde mal sagen, gehen wir doch mal direkt zum Glitch. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr braucht hier einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Teil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und der Glitch muss in einer Einladungssitzung stattfinden. Das ist wirklich ganz wichtig für diesen Glitch. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Casino Penthouse inklusive Penthouse Garage. Und in der Penthouse Garage braucht ihr das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt den Izzy aus der Arena Werkstatt. Falls ihr mir hier nicht glaubt, dass er am meisten bringt, dann Leute, schaut doch mal meine Beiträge bei YouTube rein, denn dort habe ich was veröffentlicht, wo ihr genau seht, was der Izzy bringt, warum er so viel bringt und welche Tuning-Teile euch am meisten bringen, falls ihr nicht so viel Geld habt, um es aufzutunen. Deswegen Leute, nehmt einfach den Izzy aus der Arena-Werkstatt, der bringt einfach am meisten. Punkt, Ende, aus. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Dieser Freund braucht wiederum aber auch den Casino Penthouse. Nur das Penthouse, nicht die Penthouse Garage. Und euer Freund muss einen bestimmten Job haben, den er markieren muss. Den Link zum Job ist natürlich in der Videobeschreibung. Aber Leute, dieser Job muss für ihn sichtbar sein. Dieser Jobring muss sichtbar sein. Das ist ganz wichtig, Leute. Falls er nicht sichtbar ist, muss er seine anderen Rennen oder Jobs, wie auch immer, die er markiert hat, löschen, damit dieser markierte Job auf jeden Fall sichtbar wird auf der Karte. Ganz wichtig, Leute. Und Leute, als guter Letzt braucht ihr auch noch einen Faccio-Roller in irgendeiner Garage. Aber es ist wichtig, Leute, dieser Faccio-Roller darf nicht im Motorrad-Clubhaus stehen, sondern normal in der Garage. Denn pro Duplikat, was ihr macht, verliert ihr ein Faccio-Roller. Deswegen, Leute, kauft euch ruhig mehrere, denn dann könnt ihr auch direkt mehrmals glitschen. Aber wenn ihr das Ganze habt, Leute, super, dann können wir schon mal direkt mit dem Glitch anfangen. Als erstes zeige ich euch, beziehungsweise mache ich den Part, was euer Freund machen muss. Denn euer Freund muss sich jetzt verglitschen für diesen Glitch. Das bedeutet, wir sind in der Sicht des Freundes. Bitte merken, wir sind jetzt in der Sicht des Freundes, denn wir als Freund gehen jetzt ins Casino Penthouse rein. Sind wir im Casino Penthouse drin, werdet ihr jetzt diesen Job sehen. In meinem Fall heißt der Job jetzt Kaffee, aber er kann auch bei euch anders heißen, denn ich habe zwei Jobs verlinkt. So, aber ist jetzt auch generell egal, denn ihr müsst jetzt zum Telefon gehen. Aber so, dass da steht, rechte Falltaste, um den Service anzurufen oder was auch immer da steht, und nicht rechte Falltaste, um beizutreten. Denn beitreten bedeutet der Jobring, und das andere bedeutet das Telefon. Gut, ihr müsst halt ein bisschen hin und her gehen und so gucken. Also meistens ist es so ein Bein im Jobring und die andere Hälfte des Körpers natürlich außerhalb des Jobrings. Und dann sollte bei euch die rechte Falltaste fürs Telefon erscheinen. Habt ihr das? Gut, ihr könnt jetzt erstmal einmal rechte Falltaste drücken. Habt ihr einmal rechte Falltaste gedrückt, habt ihr das Menü jetzt offen vom Telefon. Ihr geht jetzt auf den Parkdienst und wählt ein Fahrzeug aus der Garage aus. Und by the way, Leute, es ist völlig egal, welches Fahrzeug ihr nehmt, aber ihr solltet euch jetzt mal merken, was für ein Fahrzeug ihr nehmt, denn dieses Fahrzeug solltet ihr gleich nochmal nehmen. Deswegen, ich nehme einfach jetzt das erste, es ist irgendein random Fahrzeug. Wie gesagt, ist wirklich egal, welches Fahrzeug hier an dieser Stelle ihr nehmt. Habt ihr das Fahrzeug genommen, werdet ihr kurze Zeit später draußen gespawnt mit dem Fahrzeug. Und Leute, das ist völlig normal. Denn wir müssen diesen normalen Schritt mindestens einmal gemacht haben, um uns zu verglitschen. Ganz wichtig, ich kann noch nicht genau erklären, warum, ist einfach so. Gut, seid jetzt draußen gespawnt mit dem Fahrzeug, steigt ihr aus, lasst das Fahrzeug wieder einlagern und geht wieder zurück in euren Penthouse rein. Seid ihr wieder im Penthouse drinne, Leute, geht ihr wieder zu diesem Telefon. Und Leute, wieder, ihr müsst die rechte Falltaste haben für das Telefon, nicht für den Jobring. Habt ihr das jetzt wieder geschafft, seid jetzt dieses Menü drinne, geht jetzt wieder auf den Parkdienst und wählt euer Fahrzeug aus. Aber Achtung Leute, jetzt kommt ein Timing-Part, wo ihr wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen werdet. Denn kurz bevor euer Charakter das Telefon wieder hinlegt, ne, kurz davor, praktisch wo es berührt, ne, dann müsst ihr die rechte Falltaste spammen für ungefähr 2 Sekunden. Roundabout. Könnt auch ein bisschen länger spammen, ist generell egal. Was hat das jetzt für einen Sinn? Naja, ihr wählt das zwar das Fahrzeug aus, beziehungsweise das gleiche Fahrzeug wie eben, aber dadurch, dass ihr jetzt die rechte Falltaste spammt, geht jetzt auch in den Jobring rein. Aber dieser Job ist ja so gemacht worden, dass er einen Fehler hat, dass er nicht gestartet werden kann. Und dadurch werdet ihr wieder zurückgeschmissen. Und wenn wirklich alles funktioniert, Leute, solltet ihr unter der Map im Auto spawnen und auf einmal das Auto durchfallen. Wirklich einfach durchfallen, so wie hier im Video.
Und Leute, falls euch das nicht passiert, dass ihr einfach unten spawnt mit dem Auto und dann kurz später wieder oben, kann passieren, ist mir mehrere Male auch passiert, tatsächlich bei der Aufnahme, dann steigt ihr aus, lasst euer Fahrzeug wieder einlagern und versucht es direkt noch einmal. Aber gut, in meinem Fall hat es funktioniert, ich fahre jetzt durch die Map durch und spawn wenig später oben auf der Map. Und Leute, sobald ihr oben gespawnt seid, boom, ihr seid im Modus. Das bedeutet, Leute, wir können wieder die Ansicht switchen, denn unser Freund ist jetzt so gesehen im Modus angekommen. Soweit, so gut. Gut, wir sind jetzt in der Sicht des Glitchers so gesehen, sprich wir möchten jetzt unser Auto duplizieren. Okay Leute, ihr seid jetzt auch am Casino angekommen und habt euer MOC zu euch bestellt und habt es jetzt ungefähr so geparkt, wie es jetzt bei mir hier im Video ist. Denn als nächstes müsst ihr jetzt irgendein Fahrzeug bestellen. Es ist völlig egal, welches Fahrzeug ihr bestellt und Leute, dieses Fahrzeug, was ihr jetzt bestellt, verliert ihr auch nicht. Und es darf natürlich auch nicht das Fahrzeug sein, was ihr euch duplizieren wollt. Natürlich auch ganz wichtig bei dieser Sache. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt einfach mich als Motorrad-Clubhaus registriert und habe einfach irgendein random Motorrad bestellt, was ich aber nicht verliere. Wie gesagt, jetzt verliert er das Fahrzeug nicht. Als nächstes, Leute, muss sich euer Freund aufs Motorrad draufsetzen. Aber ganz wichtig, Leute, der Fahrzeugzugang muss Beifahrer sein. Falls er auch Fahrer ist oder sonst irgendwas, dann verliert euer Freund den Modus und ihr könnt das Ganze noch einmal machen. Deswegen, Leute, geht sicher, dass der Fahrzeugzugang auf Beifahrer ist. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gut, hat sich euer Freund draufgesetzt, könnt jetzt ein paar Meter weggehen bzw. weglaufen. Denn Leute, ihr müsst jetzt über das Interaktionsmenü euer Faccio-Roller bestellen. Das bedeutet Leute, ihr geht jetzt auf MC President und bestellt jetzt euren Faccio-Roller, sobald ihr es könnt. Was da steht, Fahrzeug einlagern, müsst noch ein bisschen weiter weglaufen, bis ihr es halt könnt. Gut, habt ihr euren Faccio-Roller bestellt, werdet ihr merken, dass der Faccio-Roller nicht spawnt und dass euer Freund immer noch im Fahrzeug sitzt. Und Leute, das ist richtig, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr gut, denn das bedeutet, dass dieser Glitch funktioniert. Als nächstes könnt ihr jetzt einfach in die Casino Penthouse Garage reingehen. Seid ihr drin angekommen, könnt ihr auch direkt in das Fahrzeug einsteigen, was ihr euch duplizieren wollt. Und wie gesagt, mein Tipp, Leute, nehmt den Izzy aus der Arena-Werkstatt. Gut, haben wir das Fahrzeug genommen. Fahrt ihr jetzt mit dem Fahrzeug, ja ich sage wirklich, fahrt jetzt mit dem Fahrzeug zur Garagenausgang. Und Leute, ihr müsst jetzt hier eine Seite einklemmen. Das bedeutet, ihr nehmt die Fahrer- oder Beifahrerseite und klemmt das Ganze ein. Habt ihr eine Seite eingeklemmt, steigt ihr aus, nehmt irgendein anderes Auto aus der Garage und klemmt die andere Seite ein vom Izzy. Gut, das hat jetzt den Sinn, dass ihr jetzt euch rein und raus teleportieren könnt. Wenn das funktioniert, Leute, wunderbar. Und jetzt müsst ihr einfach seitlich zum eurem Fahrzeug gehen, sodass sich das Ausgangsmenü von der Garage öffnet. Sodass ihr auswählen könnt, dass ihr die Penthouse Garage verlassen wollt. Und Leute, ja, mir ist es tatsächlich passiert. Ihr müsst natürlich auch die rechte Garage nehmen und nicht die linke, so wie ich es genommen habe. Denn ich habe mich gerade wirklich gefragt, hä, warum öffnet sich das Menü bei mir nicht? Naja, ihr habt da zwei Garagen so gesehen gemalt oder sichtbar und nur die rechte ist real und die linke ist einfach fake. Also ich weiß auch nicht, warum Rockstar Games da so faul war. Aber gut, Leute, ihr müsst die rechte Garage benutzen, um euer Fahrzeug einzuklemmen. So, ich habe das nochmal kurz korrigiert. Ich kann mich jetzt wieder rein und raus teleportieren aus dem Fahrzeug. Und jetzt gehe ich zur Garage. Mein Menü öffnet sich jetzt oben. So, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, aber das ist relativ easy. Denn ihr müsst jetzt Dreieck und X gleichzeitig drücken. Wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr draußen mit einem Fahrzeug spawnen. Sprich, mit einem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Seid jetzt draußen, könnt ihr zu eurem Freund fahren. Und Leute, sobald euer Freund vom Motorrad in meinem Fall absteigt, werdet ihr jetzt was Interessantes sehen. Achtet auf mein Nummernschild. Denn mein Nummernschild ändert sich nach ein paar Sekunden, wo euer Freund vom Motorrad abgestiegen ist. Das bedeutet, dieses Fahrzeug hier ist unser Duplikat. Denn das Nummernschild hat er jetzt vom Faccio-Roller übernommen. Das bedeutet wiederum, Leute, ihr braucht für diesen Glitch kein persönliches Kennzeichen. Und wiederum bedeutet das wieder auch, dass diese Kopien alle sauber sind. Deswegen mit Bypass. Richtig geile Sache. Um dieses Fahrzeug, um euer Duplikat wohlgemerkt, jetzt noch abzuspeichern, müsst ihr jetzt einfach mal in euren MOC reinfahren. Falls euch da die Meldung kommt, dass euer MOC voll ist, einfach mit X bestätigen. So, seid jetzt in eure MOC angekommen, ist euer Duplikat gesichert und ihr seid fertig. So, jetzt könnt ihr einfach zu Fuß wieder rausgehen, seid ihr draußen angekommen, könnt ihr wieder ein Motorrad oder sonst irgendein Fahrzeug bestellen und euer Freund steigt wieder ein und könnt direkt weiter glitchen. Und das könnt ihr so oft machen, Leute, wie ihr wollt, beziehungsweise wie viele Faccio-Rollers ihr zur Verfügung habt. So Leute, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie viel ein Fahrzeug in meinem Fall bringt. In meinem Fall bringt ein Fahrzeug satte 1,5 Millionen GTA-Dollars. Und Leute, wenn euer Izzy komplett aufgetunt wäre, nicht so wie meiner, würde er sogar 1,8 Millionen bringen pro Duplikat. Und euer originaler Izzy bleibt immer im Casino Penthouse Garage. Und das müsst ihr auch ganz wichtig wissen, dass euer originales Fahrzeug immer auf demselben Stellplatz bleibt.
Aber gut, Leute, das war's schon mit dem Money Glitch. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, Leute, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und Leute, immer noch, warum habt ihr mich nicht abonniert? Es ist kostenlos, das Video funktioniert. Also macht das doch, Leute. Aber gut, Leute, ich bin mal raus. Euer Bombard. Ciao.